Hi Leute, ich bin wieder draußen in der Natur, diesmal mit einem Test des Bluetooth-Lautsprechers von Aukey. Das habe ich ja erst vor kurzem in einem Unboxing-Video vorgestellt. Und jetzt werden wir mal einen Test machen. Ich werde dann weiter nach hinten gehen, wie gut eigentlich der Sound von diesem Bluetooth-Lautsprecher ja so im Freien ist. Das ist auch gleichzeitig ein guter Test für mein Rode-Mikrofon, das ich verwende. Ja, da sieht man dann auch, wie empfindlich das Rode-Mikrofon ist. Und ja, jetzt starten wir eigentlich gleich einmal den Test. Und dazu habe ich den Lautsprecher mit meinem Smartphone verbunden, habe die Lautstärke voll aufgedreht. Und ja, dann beginnen wir gleich einmal mit dem Test. Kamera entfernen. So, das war es eigentlich schon mit dem Test. Also das sind ungefähr ja, gute 10 Meter gewesen, was ich da nach hinten gegangen bin. Ich hoffe, dass man den Ton auch gut hören konnte. Ich hoffe, dass mein Rode-Mikrofon ja, so empfindlich ist, dass er den Ton einfangen hat können. Und natürlich ja, hat man hören können, wie satten Ton dieser Aukey Bluetooth-Lautsprecher hat. Und ja, auch in der Natur ist es eigentlich sehr gut. Es ist ja für Outdoor gedacht, also man kann es ja auch am Rucksack aufhängen und hoppla. Jetzt bin ich angekommen. Also es ist ja für Outdoor gedacht, es hat ja so einen Silikonüberzug, mit dem ist es wasserdicht bzw. Spritzwasser geschützt, also gegen Regen geschützt. Man kann es hier am Rucksack aufhängen und dazu gibt es auch ja, Zubehör, das man von Aukey bekommt. Und jetzt werde ich das Ganze mal ausschalten. Also man hat da bis zu 14 Stunden, also bei 80% der Lautstärke, hat man bis zu 14 Stunden Betriebszeit. Also kann man 14 Stunden ununterbrochen Musik hören. Sonst bei voller Lautstärke sind es nur 12 Stunden, aber ich glaube 12 Stunden reichen auch vollkommen aus. So, das war mein Test und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Über ein Like und Abo würde ich mich freuen.